Vorstandsneurotiker. Dass es umso wärmer wird, je mehr Treibhausgase wir in der Atmosphäre haben, ist Physik. Also auch dieser Zusammenhang steht außer Frage. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute wieder das zweite Mal mit Markus Fiedler, Biologe, Filmemacher, Wikihausen-Experte und Lehrer. Hallo Markus. Hallo Tom. Markus, wie angedroht bzw. auch gewünscht, machen wir heute den zweiten Teil unseres Klimaseminars, beziehungsweise ich gehe zu dir ins Klimaseminar. Und der erste Teil ist ziemlich gut angekommen, besser als ich gedacht hätte. Ich hatte eigentlich mit viel, viel mehr Gegenwind gerechnet und der blieb bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich aus. Das würde ich als Kompliment bewerten, denn dann hat man vielleicht nicht so wahnsinnig viel in der Hand gehabt, um argumentativ dagegen gut vorzugehen. Das heißt nur, dass die anderen, die dagegen waren, alle am Feiern waren und sich nicht um diesen Podcast gekümmert haben. Außerdem war er im Shadowbanning, deswegen konnten sie ihn gar nicht finden. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu, das ist richtig. Trotzdem haben wir, ich glaube, deutlich über 10.000 Aufrufe auf YouTube geschafft. Mhm. Für geshadowbanned ist das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt angefangen mit MyLab. Und die hat ja gesagt, dass es etwas gibt, das ohne Frage feststeht. Nämlich, dass zunächst der CO2-Gehalt steigt und in der Folge die Temperatur. Das sei also ohne Frage so, das sei Chemie und da kann man auch gar nicht drüber streiten. Ja, das ist das Erste, was ich mich da als Gewerkschafter frage, wo steht das? Ja, genau. Das fand ich auch sehr interessant. Also sie hat ja, wir sprechen jetzt ein paar Minuten, nicht die ganze Zeit, um Gottes Willen, aber ein paar Minuten sprechen wir über MyLab und ich kann diese Reportage, will ich es mal nennen, auch gerne verlinken, so dass die Zuhörer sich da selbst ein Bild machen können. Sie hat auf jeden Fall ein paar Dinge als selbstverständlich hingestellt, die du als Gewerkschafter eben ganz gerne auch belegt hättest, mit Fug und Recht und die es so nicht zu belegen gibt, beziehungsweise die nicht belegt sind. Zum Beispiel. Naja, also ich habe ja nicht den Überblick über, was ich, wie viele Millionen Arbeiten, die inzwischen dazu diesem Thema veröffentlicht wurden, aber das ist genau das Problem. Also wir versuchen hier mit Quellen zu arbeiten. Das heißt also, wir geben die Quellen an und was ich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen durch die Bank weg habe, es fehlen die Quellen. Und wir können dann bei manchen Dingen, wo wir die Quellen selber kennen, können wir irgendwie detektivisch herausfinden, auf was sie sich da bezieht. Ja, sehr schön. Aber der normale Durchschnittszuschauer kann nicht entscheiden, ist das jetzt eine Quelle, die wichtig ist oder ist das eine Quelle, die vielleicht sogar falsch ist? Mhm. Das kann er nicht entscheiden. Also öffentlich-rechtliches Fernsehen ist keine verlässliche Quelle insgesamt, weil sie keine Quellen angeben. Ja. Ja, leider. Aber vielleicht um die Aussage von ihr nochmal zu verdeutlichen. Sie hat also auf der einen Seite gesagt, dass der Temperaturanstieg dem CO2-Anstieg folgt. Das muss sie im Prinzip auch sagen, denn sonst würde ja das ganze Narrativ nicht funktionieren. Je höher der CO2-Gehalt, desto ansteigender eben auch die Temperaturen. Andererseits, das muss sie auch sagen, weil sie ansonsten keine einzige Sendung mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen würde. Genau. Andererseits hat sie aber, und das habe ich ihr im ersten Moment hoch angerechnet, um im nächsten Moment zu verzweifeln und nicht zu verstehen, was sie da eigentlich abzieht. Andererseits hat sie also gesagt, dass vor 6.000 Jahren, auf diesen Zeitraum hat sie sich, glaube ich, in diesem Beispiel bezogen, die Temperaturen auf einem Gletscher um 5 bis sogar 6 Grad wärmer waren, es dort Vegetation und sogar Weideland gegeben hat. Also Baumvegetation. Bitte? Baumvegetation, also Bäume gab es und Weideland, genau. Das genau, Bäume, Vegetation, Bäume und Weideland. Und dann hat sie selbst süffisant gefragt, naja, wenn das jetzt aber so ist, dass es vor 6.000 Jahren wärmer war noch als heute sogar, und zwar ohne Industrialisierung, ist dann womöglich die ganze Panik mit dem Klima und dem CO2 eigentlich Unsinn? Und um
dann natürlich auch gleich die Antwort zu liefern. Und die habe ich offen gestanden nicht verstanden, weil sie nämlich einen Unterschied gemacht hat zwischen diesen 5 Grad, nehmen wir mal 5 Grad von vor 6000 Jahren und mögliche 2, 3 oder 4 Grad in, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren. Und den Unterschied, den sie da erklärt hat, ich habe es mir, glaube ich, 5 oder 6 Mal angehört. Ich habe den nicht verstanden. Hast du den verstanden oder kannst du ihn erklären, so dass ich ihn verstehe? Der Unterschied ist doch ganz klar. Also das, was sie versuchen durchzubringen, ist, dass wir ganz, ganz viel CO2 in die Luft hauen und das jetzt dazu führt, dass wir alle sterben werden, weil es nämlich viel, viel zu warm wird. Es ist jetzt zwar noch nicht so warm, wie es damals war, ist aber vollkommen egal. Es ist trotzdem ganz gefährlich. Also sie versuchen den Zuschauer da zu verwirren, wo sie eigentlich schon längst verloren haben. Okay. Also wenn du halt mit vernünftigen Argumenten nicht mehr kommen kannst, dann fängst du halt an, den Zuschauer so fusselig zu reden, dass der überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Ja, so ging es mir tatsächlich. Aber bei mir, im Gegensatz wahrscheinlich zu vielen anderen Zuschauern, bei mir ist tatsächlich hängen geblieben, ups, es war also vor 6000 Jahren schon mal wärmer als heute. Dann haben wir, glaube ich, ein grundsätzlich logisches Problem. Natürlich gibt es da ein Problem in der Logik. Also wir haben das nicht, aber das hat MyLab und Konsorten haben das. Also wir rekapitulieren mal. Also sie hat dann also schön gezeigt, dass also in unter diesem Gletscher kommen halt Äste zum Vorschein. Also ich kenne andere Stellen, wo richtige Baumstümpfe zum Vorschein kommen. Das heißt, wir stellen fest, aha, da gab es unter dem Gletscher mal Bäume. Und die Bäume gab es da, weil es damals deutlich wärmer war. Deswegen war die Baumgrenze viel höher, als sie heute ist. So, also wir haben ja noch die Nachwirkung der Eiszeit, der kleinen Eiszeit, die jetzt die letzten, also bis 1850 ungefähr war, waren ja 400 Jahre ungefähr Eiszeit, ne, zwischen der mittelalterlichen Warmzeit und heute. So, und dann diese Nachwirkung haben wir noch, das heißt, wir haben da also überhaupt keine Bäume da oben in der Gegend. Also der würde auch beim besten Willen kein einziger Baum wachsen, selbst, ne? So, und aber vor 6000 Jahren war es da mal warm genug, dass da Bäume wachsen konnten. Okay. Genau, und dann sagt wieder ganz kurz dazwischen, also Eiszeit beziehungsweise Kaltzeit bedeutet oder lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass es Eis am Nordpol gibt. Ja, man nannte, ja gut, aber das nannte man jetzt einfach kleine Eiszeit. Das war halt diese Zeit, wo die Themse zugefroren war und wo es halt hier richtig bitterlich kalt wurde. Das ist also die Zeit zwischen 1400 und 1800, sage ich mal. Und danach wurde es dann langsam wärmer. Ne? Ja. Also das, genau. Okay. Und dann sagt sie, ja, aber um das zu verstehen, müssen wir jetzt nochmal weiter in die Vergangenheit. Und dann geht sie in ein Klimaforschungsinstitut. Ich meine, das war jetzt in Kiel, ich habe es nicht genau mitbekommen. Nee, ich glaube in Hamburg. Aber okay, in Hamburg, ja, in Hamburg. Und dann waren da halt ganz viele Bohrkerne, allerdings nicht aus Eisbohrkernen, sondern aus Sedimenten. Das heißt, sie sind mit dem Schiff losgefahren und haben aus dem Meeresboden halt Kilometer tief in den Meeresboden reingebohrt, auch mit Kernbohrungen, und haben da halt eine Sedimentschicht rausgeholt. Und dann da können sie genauso wie in den Eisbohrkernen anhand der Sauerstoffisotope, also O18 und O16, nachweisen, wie warm es da war in der Differenz zu heute. Übrigens O18, das habe ich beim letzten Mal falsch gesagt, im Eifer des Gefechts, ist übrigens nicht radioaktiv. Das Mia Culpa, tut mir leid, ich habe das mit ja, C14 verwechselt. Ja, das hattest du mit C14, glaube ich, durcheinander gewürfelt. Ja, okay. Sei hiermit korrigiert. So, und dann wechselt sie von da aus tatsächlich in die Eisbohrkerne von der Antarktis und zeigt dann auf, dass, erst die Temperatur ansteigt und dann erst das CO2 ansteigt. Erst die Temperatur sinkt und dann erst das CO2 sinkt. Und da dachte ich so, oh, wollt sie jetzt ihren Posten in dem ZDF verlieren? Was erzählt sie denn da? Also klar, also das ist ja das, was wir letztes Mal auch in epischer Breite ausgebreitet haben. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber eigentlich wird es nämlich bei diesen Temperaturgeschichten wird es nur ein bisschen wärmer und dann gibt es einen Rückkopplungseffekt mit dem CO2 und durch diesen Rückkopplungseffekt wird es viel, 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 viel wärmer. Ja, und der Rückkopplungseffekt, das hat sie dann, damit hat sie ihren Kopf aus der Schlinge gezogen oder zumindest hat sie es versucht. Der Rückkopplungseffekt entsteht eben dadurch, dass wir so wahnsinnig viel CO2 ausstoßen. So okay. Muss man das, glaube ich, interpretieren, oder? Ja, wenn es aber diesen Rückkopplungseffekt geben würde, dann würde ich etwas an der Temperatur sehen. Und das kann man in den Eisbohrkernen nachweisen, dass da nichts zu sehen ist. Also erstmal stellen wir fest, die Temperaturdaten sind relativ genau in den Eisbohrkernen. Also diese O16, O18 Methode ist eine ziemlich genaue Methode, okay, aber die CO2-Messwerte sind nicht genau. Die sind sowohl in der Amplitude, also in der Auslenkung nach oben, sind die abgeflacht,
Das heißt, es wird systematisch zu wenig CO2 gemessen. Und sie sind insgesamt geglättet. Das heißt also kleinere Zacken, im Bereich von wenigen 100 Jahren oder von nur vielleicht 10 oder 20 Jahren kann man gar nicht sehen. So. Okay, wir sind uns aber einig, wenn es einen Klimaeffekt gibt vom CO2 auf die Temperatur, dann muss der ja instantan erfolgen. Das heißt, ich habe jetzt CO2 in der Luft, zu viel meinetwegen, und dann muss es jetzt einen Temperatureffekt geben. Also das muss in einem kleinen Zeitfenster passieren. Das ist jetzt nicht irgendwie auf Jahrtausende, sondern das muss halt innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten passieren. Ja, sagen wir mal 30 Jahre ab, da spricht man ja von Klima sozusagen, ne? Gut, aber das ist ja nur die Definition von Klima. Aber wenn ich jetzt zu viel CO2 in der Luft habe, habe ich jetzt die Auswirkung auf die Temperatur und nicht erst in ein paar Jahren. Mhm. Ne? Und okay, das heißt also, ich muss dann anhand dieser Geschichte, kann ich ja die Eisbohrkerne kontrollieren, wie ist denn der Temperaturverlauf im Vergleich zu dem CO2? Und da hat Mylett eine ganze kleine Sache vergessen. Und da sind wir auch jetzt in einem Bereich, wo ich letztes Mal eigentlich dir was erzählen wollte, aber es nicht getan habe, weil wir da irgendwie drüber weggekommen sind. Das passiert. Ja, das passiert öfter mal. Und zwar habe ich ja gesagt, okay, die Temperatur steigt, CO2 steigt. Temperatur verbleibt dann für 1000, 2000 Jahre auf einem Bereich von so +2, +3 Grad über der heutigen Temperatur. Also es sind so die letzten Interglazialzeiten, waren auch wärmer, als es heute war, als es heute ist. Also es wiederholt sich ständig. Das ist also jetzt nicht irgendwie so eine singuläre Geschichte, dass es heute viel wärmer hätten als sonst irgendwann. Nein, es war schon immer mal wieder wärmer zwischendurch, als es heute ist. Und dann fällt die Temperatur steil wieder ab. Das Interessante ist, dass in der Zeit, wo die Temperatur fällt, verbleibt das CO2 erst auf einem relativ hohen Niveau und fällt dann nach ungefähr, glaube 30.000 Jahren oder sowas, fällt das CO2 erst wieder weiter runter. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, das ist belegt, Das ist ja in den Eisbohrkernen drin. Okay. Wir können das ja einfach uns mal anschauen. Das ist ja auch für die Zuschauer wichtig. Wo kann ich denn sowas sehen? Ich hatte ja mal diese Kurve ausgedruckt. Das ist bei mir auf der Homepage markus-fiedler.de. Ja, die verlinken wir im Übrigen unter diesem Podcast. Genau, und da gibt es einen Artikelblock, da kann man draufgehen. Das hieß früher mal Neuigkeiten, markusfiedler.de/Neuigkeiten/. Und jetzt kann man als letztes da sehen bisher die Fairtalk-Sendung zum Klimawandel. Wir hatten ja mal diese Sendung von Fairtalk, wo dann Dirk und der Tim Herbst hieß der, mit mir zusammen bei Jens Lehrich waren, und da haben wir uns über den Klimawandel unterhalten. Genau, und Dirk, ihr seid Freunde, deswegen sagst du nur Dirk, aber damit ist Dirk Pohlmann gemeint. Ja, genau. Danke dir. Und dann habe ich mehrere Folien da bereitgestellt für die Sendung. Also ich habe mich da richtig tagelang dran gesetzt und habe dann Folien bereitgestellt. Ja, fanden die irre gut, dass du die ganzen Folien mitgebracht hast. Ja, die waren ein bisschen genervt, glaube ich. Ne? Ja, extrem sogar. Ja, das Problem ist halt, wenn du, genau wie jetzt, wenn du jetzt im luftleeren Raum irgendwas beschreiben willst, das kannst du nicht machen, du musst halt irgendwas haben, wo du das halt bildhaft den Leuten zeigst. Und da gibt's halt eine Folie, zum Beispiel M12. Oder wir gucken uns die Folie M15 an, genau das gleiche. Das sind also diese Kurven von den Eisbohrkernen. Und da kann man wirklich sehen, dass halt, wie gesagt, wenn die Temperatur wieder sinkt, dass das CO2 nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt mitsinkt und dann aber erstmal auf einem relativ hohen Niveau verbleibt und dann weiter sinkt. Und wenn das jetzt zutrifft, was MyLab sagt, dass es einen Rückkopplungseffekt zwischen dem CO2 und der Temperatur gibt, muss ich hier jetzt irgendwas sehen, aber ich sehe da nichts. Die Temperatur fällt unabhängig von dem CO2 fröhlich weiter. Es gibt keine sichtbare Kopplung zwischen dem CO2 und der Temperatur. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die ich aus diesen Eisbohrkernen machen kann. Ich sehe dort keine sichtbare Kopplung. Diese Eisbohrkerne als irgendwie als Beweis herzunehmen, dass CO2 eine Wirkung auf die Temperatur hat, ist grober Unfug. Genau, also du siehst keine Kopplung nach oben und auch nicht nach unten. Also weder bei fallenden noch bei steigenden Temperaturen. Genau, aber ich sehe eine Kopplung zwischen Temperatur und CO2. Okay. Na, so, das natürlich, klar, die Temperatur treibt das CO2. Haben wir das erklärt mit den Ozeanen? Haben wir das oder haben wir es nicht erklärt? Wir hatten das irgendwie in der ersten, aber der Ozean, also die Ozeane sind sehr wichtig, deswegen wiederhol das bitte nochmal. Versuch das nochmal zu sagen. Okay, also wie kommt diese Kopplung zustande? Das heißt, wir haben äußere Einflüsse, die da erstmal dazu führen, dass die Temperatur steigt. So, und dann erwärmt sich auch der Ozean oder die Ozeane auf der Erde erwärmen sich.
Die haben ja 70% überhaupt der Fläche der Erde. So, und die Erwärmung ist verzögert. Warum? Weil, naja, wir haben halt Oberflächenwasser und wir haben halt eine Tiefsee, die sind ja so bis zu, wissen wir ja, inzwischen 11.000 Meter unter Null, ja, und das halt, das Wasser muss ja erstmal irgendwie durchgewälzt werden. Auch wenn es nur ein paar tausend Meter sind, reicht das auch vollkommen aus. Das dauert Jahrhunderte, würde ich schon sagen, es dauert Jahrtausende. Eigentlich, um das einmal durchzuwälzen. Und wichtig ist jetzt halt, das Tiefenwasser kommt dann irgendwann an die Oberfläche, wird dort auch erwärmt und in dem Wasser ist ja CO2 gespeichert. Okay, auch hier kurz zwischengeschoben. Also wärmeres Wasser kann CO2 schlechter aufnehmen als kälteres Wasser, richtig? Genau, das wollte ich gerade erst sagen. Du hast mir gerade die Worte aus dem Mund genommen, genau. Ja, ich kann ja mal ein bisschen angeben hier. Und ich sag ja, wenn du dich damit beschäftigst, bist du genauso ein Experte wie jeder andere auch. Also das, ja. da musst du kein Diplom oder was auch immer haben. Und genau, durch die Erwärmung des Wassers entweicht CO2. Das Bildliche, was wir damals, glaube ich, auch gesagt haben, ist, wenn du jetzt also ein Bier in die Sonne stellst und da ist ja CO2 in Form von Kohlensäure drin, dann wird das Bier sehr schnell die Kohlensäure verlieren. Und wenn du das gleiche Glas Bier in der Kälte stehen hast, als Vergleich, dann wird das relativ lange die Kohlensäure halten. Ja, der Kühlschrankeffekt. Deswegen lieber kaltes Bier als warmes. Ja, schmeckt sowieso besser. Ja. So, okay. Also, das ist der Effekt. Und jetzt haben wir beim Abstieg der Temperatur, also beim Fallen der Temperatur, haben wir plötzlich, also dass wir dann sehen, so, was ist denn da los? Die Temperatur fällt von +2 °C insgesamt wieder auf -8 °C. Das sind fast 10 Grad, die Temperatur da abwärts fällt. Mhm. Und ungefähr auf der Hälfte bleibt das CO2 irgendwie auf einem relativ hohen Niveau und fällt ja nicht mal weiter runter. Dann war für mich die Frage, woran liegt das denn? Also es gibt das ist ein Phänomen, was nicht nur einmal auftritt, es tritt also in den Eisbockkernen alle 4 Male auf. Man sagt so, ey, das kann doch nicht sein, was ist denn das? Das muss also irgendeine Regelmäßigkeit sein, also da ist irgendwas dahinter. Das Interessante ist, Petit et al. Erklären es nicht, oder ich habe es überlesen. Vielleicht mag ein Zuschauer mal da genau reingucken und sagen, nee, Herr Fiedler, die sind einfach zu blind gewesen. Das haben die doch erklärt. Apropos Zuschauer beziehungsweise Zuhörer, Petit et al. Hast du gerade gesagt, da kam die Nachfrage, was meint er damit et al.? Also das weiß nicht jeder. Kollegen oder und andere, wie auch immer, so könnte man das übersetzen. Ja, genau. Das sind Petit, Jugel, Reynaud, Barkov, Barnola, Basil, Benders. Ja, sag mal et al. Alter, wie sind das überhaupt? Mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Leute sind hier angegeben und die Arbeit, um die es geht, haben wir letztes Mal nicht erwähnt. Das ist Climate and Atmospheric History of the Past. 420.000 Years from the Vostok Ice Core, Antarktika. Und das ist veröffentlicht worden in Nature 429 bis 436. Und das Veröffentlichungsjahr war das Jahr 1999. Ne, also um die geht es. Ja. Und ja, das Interessante ist jetzt halt, das haben die nicht angegeben, also ich habe es nicht lesen können in dem Paper. Sie haben also ganz detailliert diese Kurven beschrieben, aber sie haben nicht die Begründung geliefert, warum das CO2 jetzt auf einem relativ hohen Niveau verbleibt. Mhm. Und wie gesagt, wenn jetzt das stimmt, was MyLab sagt, dass es eine Kopplung gibt, also eine Rückkopplung von dem CO2 auf die Temperatur, muss ich hier an dieser Stelle etwas sehen, aber ich sehe nichts. Mhm. Das CO2 verbleibt auf einem Wert von, also kommt von 280 ppm, verbleibt auf einem Wert von bei ungefähr 250 ppm, sinkt dann sehr langsam so in Richtung 240 ppm. Aber die Temperatur fällt steil bergab und du siehst, es gibt keine Kopplung dazwischen. Mhm. Ganz im Gegenteil, dann irgendwie nach weiteren 30.000 Jahren steigt die Temperatur und siehe da, im Abstand von 1000 Jahren steigt auch das CO2 wieder. Das heißt also, diese Kopplung gibt es, aber nicht die Kopplung zwischen CO2 und Temperatur, also rückwärts, also dass das CO2 die Temperatur treibt, sehen wir nicht. Okay. Also das, was MyLab erklärt hat, möchte ich gerne mal wissen, wo ist denn da die Quelle? Also auf welche Quelle bezieht sie sich? Ich weiß ja, dass es gesetzt ist. Also irgendjemand erzählt das immer, aber wenn sie das 20 Mal im Fernsehen wiederholen, bringt mir das gar nichts. Ich will wissen, wer hat diese mehr in die Welt gesetzt, dass es diese Kopplung gibt? Wo ist das jemals gemessen worden?
Das schicken wir jetzt mal raus in die Community, wie man so schön sagt. Und sollte jemand Quellen, Belege, Beweise, Experimente, Messungen oder was auch immer haben, dann bitte in die Kommentare oder auch per Mail schreiben. Damit also Experiment gibt es ja. Also da muss ich jetzt mal wieder reingrätschen, weil du jetzt gleich weiter willst. Also es ist bekannt, Dirk Pohlmann und ich haben dann einen anderen Standpunkt an der Stelle. Und es ist ja auch mal ganz gut, wenn man jetzt mal weiß, wie begründet die andere Seite denn ihren Standpunkt. Und Dirk sagt, es gibt genügend Experimente, die das aufzeigen, dass CO2 die Temperatur in der Luft beeinflusst. Und er verweist dort auf ein Experiment. Also er hat also erstmal einen Vortrag gehalten, der heißt Klima und Betrug, ein Vortrag von Dirk Pohlmann. Dieser Vortrag ist auch im Shadowbanning, was ich nicht ganz verstehe, weil er ja das Narrativ, das allgemein übliche Narrativ unterstützt. Trotzdem ist dieser Vortrag so gut wie nicht zu finden. Also ich wusste ja, dass es diesen Vortrag gibt und ich habe eben gerade bestimmt 30 Minuten gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Ja. Das ist aber ganz gut. An dieser Stelle würde ich nämlich, also A würde ich, wenn du den gefunden hast, dann packen wir den auch mit in die Beschreibung. Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, das einfach mal so für eine grundsätzliche Debattenkultur, dass die unterschiedlichen Perspektiven oder die unterschiedlichen Einstellungen, die du und Dirk da habt auf dem Gebiet der Klimaentwicklung, dass die zwar sehr konträr zueinander sind, ihr euch aber trotzdem freundschaftlich begegnet auch weiterhin. Also es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich möchte das wirklich an der Stelle betonen. Es ist tatsächlich möglich, dass man selbst bei einem religiösen Thema, Religion besprechen wir dann später auch noch, bei einem religiösen Thema zu unterschiedlichen Auffassungen gelangen kann, ohne dass man sich gegenseitig die Augen auskratzt. Und jetzt nicht, dass Dirk mir gegenüber jetzt weniger wohlgesonnen ist, als er das vorher schon gewesen ist. Also von daher, das geht tatsächlich. Er war vorher dir gegenüber schon wenig wohlgesonnen, also egal. Nein. Ach so, habe ich das gesagt? Ja, indirekt. Weniger wohlgesonnen als vorher. Nein, ich weiß es nicht. Also nein, ich unterstelle, ich habe auch gerade ganz kurz mit ihm telefoniert vorhin, wenn auch nur eine halbe Minute, weil er keine Zeit hatte. Ich unterstelle, dass er mir weiterhin wohlgesonnen ist. Und man kann es ja auch umdrehen, ich ihm auch. Nein, also es ist ja so, dass ich habe bei Dirk natürlich in der Form natürlich auch Beißhemmung, weil ich möchte ja, da gibt es ja eine sehr wertvolle Sache, ne, die man verlieren könnte, ne? Und also das ist mir jetzt bei MyLab nicht so. Also da würde ich dann durchaus härter mit ihr ins Gericht gehen, als ich das mit Dirk vielleicht gehen würde. Also also dieses Maß an Befangenheit finde ich sogar wünschenswert, ehrlich gesagt. Ja, wie soll ich sagen? Also ich gehe immer noch davon aus, also wenn Dirk erkennt, dass er bei einigen Sachen da von den Leuten ins Boxhorn gejagt wurde. Und dann möchte ich nicht zu den Leuten gehören, die ihn ins Boxhorn gejagt haben. Also, ja, sehr so, okay. Schön. Okay, genau. Also ich wollte auf seinen Vortrag eingehen. Und im Vortrag erwähnt er eine Sache, das ist eine sehr alte Sendung aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da geht's von dem, da gibt's einen Herrn von Dittfurt, das ist, glaube ich, auch sogar der Vater von der Jutta Dittfurt da. Und der hat da, hat also im ZDF eine Sendung gemacht, wo es halt um CO2-Konzentration in der Luft ging. Dann wurde halt gezeigt, also sie hatten also zwei Räume abgegrenzt, CO2 ist schwerer als Luft, deswegen sinkt das ja zu Boden. Und dann haben sie dort gezeigt, wie eine höhere CO2-Konzentration zu einer höheren Temperatur führt. Ja, das Problem ist aber, es ist eine sehr, sehr hohe CO2-Konzentration. Sie leiten da quasi in Richtung 100% CO2 ein. Mhm. Ja, also auch so, dass hat zum Beispiel, also am Boden haben sie eine Kerze stehen, die geht dann aus. Das ist sehr, sehr viel CO2, ja. Also wenn eine Kerze ausgeht, da ist das CO2 quasi verdrängt dann den ganzen Sauerstoff dann schon an der Stelle. Wobei Dittfurt, glaube ich, auch Sendungen gemacht hat, die durchaus in die entgegengesetzte Richtung gehen. Ich habe da jedenfalls mal irgendwas gesehen, aber da müsste ich jetzt wirklich extrem suchen. Okay, also. Ich meine, das wäre ja im Sinne der Öffentlich-Rechtlichen, sie sollen ja das gesamte Meinungsspektrum darstellen, was es in der Bevölkerung gibt. Also insofern genau. ist es ja gewollt. Nee, also auf jeden Fall, diese Sendung zeigt natürlich, klar, CO2 hat einen Einfluss auf die Temperatur, aber bitte, wir reden jetzt hier über 0,04% CO2 im Schnitt.
Da reden wir halt über knapp 100% CO2. Ja, das ist natürlich ganz was anderes. Und selbstverständlich, ich habe es ja vielleicht schon gesagt, einleiten, glaube ja, wir haben jetzt einen zweiten Start, ich wiederhole es nochmal, CO2 wie auch andere größere Moleküle, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas, haben einen Einfluss auf die Temperatur, weil sie die Möglichkeit haben, Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung aufzunehmen in Moleküle und wieder abzustrahlen und dann auch teilweise wieder zur Erde zurückzustrahlen. Das funktioniert, ja, aber ich muss halt auch eine Konzentration von diesen Molekülen in der Luft haben, die halt nicht in Parts per Million oder Parts per Billion gemessen wird, wie bei Methan und bei CO2, sondern halt in Prozent gemessen wird. Ansonsten sehe ich diesen Effekt nicht. Also das Problem ist halt, ich vermisse das Messen. Also es gibt diesen theoretischen Ansatz, der funktioniert. Ja, das ist ja auch korrekt. Da stimme ich auch voll dem Dirk zu. Aber ich sehe halt die Messung nicht. Und wenn ich mir halt die Messung anschaue, dann sehe ich das, was zum Beispiel in den Eisbockkernen zu sehen ist. Und da ist eben halt keine Kopplung von Temperatur an das CO2 zu sehen, sondern nur die umgekehrte Kopplung. Das CO2 ist an die Temperatur gekoppelt. Mhm. Damit würde ich ganz gerne den MyLab-Blog, beziehungsweise jetzt noch eingeschoben, ein kleines bisschen Dirk Pohlmann, an dieser Stelle beenden. Der geneigte Zuhörer kann ja da auf die Links zugreifen und sich das eine oder andere dann nochmal reinziehen. Und würde ganz gerne zu sprechen kommen auf einen Artikel, den du jetzt demnächst publizierst oder dann bei Veröffentlichung des Podcasts vielleicht auch schon publiziert hast. Dann stellen wir den natürlich unter den Artikel. Das ist gewissermaßen hier Synchronschwimmen, wenn man so will. Also dieser Artikel, den du geschrieben hast. Du schwimmst synchron gerade, weil du hast aus irgendeiner unerfindlichen Quelle hast du diesen Artikel vorab geschickt bekommen. Das könnte das gewesen sein. Ja, in der Tat. Ich habe ihn schon gelesen und ich fand ihn höchst spannend. Er ist sehr lang, er ist sehr umfangreich und wir wollen mal zumindest rudimentär sozusagen die vier Kapitel oder Punkte besprechen, die du in diesem Artikel behandelst. Und wie gesagt, dann wird er auch zusätzlich verlinkt. Auch da hat ein Hörer gefragt, ob es auch eine schriftliche Version gibt. Es gibt jetzt keine transkribierte Version von unserem Podcast, aber dieser Artikel, der passt sehr gut zu dem, was wir hier heute machen. Das heißt, wir gehen jetzt drüber zu deinem Artikel, der den gleichen Titel hat wie unser Podcast. Und vielleicht fängst du mal mit dem ersten Kapitel an. Worum geht es denn dort? Also, weiß ich nicht, hast du das jetzt den gleichen Titel genommen? Also der Artikel wird veröffentlicht werden die nächsten Tage bei Apolut. Der heißt Das nicht passende Klimapanik-Puzzle. Ja. Und so nennst du jetzt den Podcast auch, oder wie? Ja. Ist ja unglaublich. Ja. Hast du mich da eigentlich gefragt? Das ist doch mein Titel. Nee, hab ich nicht. Gut, okay. Genau. Das Schöne für mich war ja, weil du den Artikel vorab bekommen hast, hast du sozusagen auch nochmal mitgearbeitet. Du hast netterweise die ganzen Fehler rausredigiert, die noch drin waren. Also ich habe ganz viele Satzumstellungen gehabt und dann waren immer noch irgendwelche Reste von Wörtern, die da nicht hingehörten, ganz häufig. Ja, ich war froh, als ich dann endlich bei den Fußnoten angekommen war. Da brauchte ich nichts zu lektorieren. Das war ganz schön. Ja, genau. Und also der Artikel hat viele Fußnoten, ne? Das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt bei MyLab gesehen haben. Genau, 35, glaube ich, oder so, ne? Irgendwie, also 35 ist nett, es sind 96, aber ansonsten, genau. Ach nee, es waren, glaube ich, 35 Seiten, die ich lektoriert habe oder so. Ich krieg schon durcheinander. Also genau. Fangen wir mit der ersten Überschrift an. Also das ist mir wichtig, das einfach mal zu sagen, ne? Es ist ja auch für mich wichtig, weil wenn ich einen neuen Artikel schreibe, gucke ich mir die alten Artikel im Zweifelsfall an und ich kann dann tatsächlich sehr komfortabel über die Google-Suche sehen, was ich denn irgendwann mal in irgendeinem Artikel bei Apolut geschrieben habe. Und wenn da eine Quellenangabe ist, im Zweifelsfall mache ich vielleicht irgendwann mal einen Fehler, dann weiß ich auch, aus welcher Quelle dieser Fehler kommt. Ansonsten ja, natürlich. Also das ist seriöses Arbeiten, ich bitte dich. Also das sollte normalerweise eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Also ich meine, man kann ja bei Tagesschau kann man ja schon froh sein, wenn unter dem Artikel steht Quelle dpa, ohne Verlinkung oder sonst was, dann weiß man, okay, sie haben das von der dpa, das kriegen sie sowieso eigentlich immer von der dpa, aber mehr dann auch nicht. Aber gut, okay, also wir driften ab, Markus. Wir beginnen mit der ersten Überschrift. Also ich habe vier Hauptthemen aufgemacht. Ich habe mich um die angebliche 97-prozentige Einigkeit unter den Wissenschaftlern gekümmert. Das ist die Studie von John Cook, die haben wir letztes Mal, glaube ich, schon bearbeitet, oder? Ja, da können wir aber gerne nochmal rein.
Okay, ich habe mich um die Eisbockhenne gekümmert nochmal, weil das ist ja Grundlage und dass halt die Eisbockhenne zeigen, dass die Temperaturänderung erst eine CO2-Änderung nach Temperaturänderung hervorruft. Ja. Da ging es um die Kausalität, ne? Und dann haben wir den CO2-Anteil in der Luft. Dann war die Frage, gibt es also eine Steigerung von 1850 bis heute? Und ja. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Darauf sollten wir heute auf jeden Fall noch eingehen. Unbedingt. Und dann habe ich mich noch mal sehr intensiv mit der Hockeystick-Kurve beschäftigt, um dann festzustellen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Die Hockeystick-Kurve, da ist viel mehr Musik drin, als ich dachte. Also das, was ich davon kannte, war relativ wenig. Und da gibt's doch einen riesen Unterbau. Und das Stichwort heißt dann Stephen McIntyre. Das ist ein Mathematiker, der lange Jahre in der Bergbauindustrie und auch als Berater der, glaube ich, australischen Regierung gearbeitet hat. Und der hat sich diese Geschichte mit dem Hockeystick vorgenommen und hat das auseinandergedröselt. Er wollte als Mathematiker herausfinden, wie haben denn die jetzt diesen Hockeystick errechnet? Okay, dann fangen wir mit dem direkt mal an. Lass uns mal mit dem direkt anfangen. Okay. Ja. Also da müssen wir noch mal ganz kurz erklären, worum geht's da? Also das ist also Michael E. Mann. Da gab's ein das ist Mann Bradley Northern Hemisphere Temperatures during the past millennium inferences uncertainties and limitations in dem Magazin Geophysical Research Letters Volume 26 aus dem Jahr 1999 Nummer 6 Seiten 759 bis 762. Okay, also die haben Mann und Bradley und Hughes hieß der Typ, glaube ich, also ähnlich, aber irgendwas mit H. Die haben zusammen eine Veröffentlichung gemacht, in der sie im Wesentlichen aus Gletscherbohrkernen, aus Baumringdaten, die Temperaturen der letzten 1000 Jahre rekonstruiert haben. Rekonstruiert haben sie eigentlich nur die 900 Jahre ungefähr, also von minus 1000 bis minus 100 und ab da haben sie Temperaturdaten benutzt und haben das noch ein bisschen parallel laufen lassen, also ihre Baumringdaten und diese Gletscherdaten da. Und da gab's halt einige Sachen, die halt irgendwie spooky waren. Man sagt so, wo ist denn jetzt da die mittelalterliche Warmzeit? Die ist ja ganz weg. Was soll denn das? Mhm. Und da gab's halt genau das Ding, das gesagt wurde, ja, die mittelalterliche Warmzeit sei ja nur ein lokales Phänomen also bei einigen Locations irgendwie auf der Nordhalbkugel gewesen. Und das wäre kein globales Phänomen. Also es gab kein globales Phänomen mittelalterliche Warmzeit über den ganzen Globus verteilt. Hat nicht Bradley gerade vor kurzem eingeräumt, dass das so nicht stimmt? Ja, du hast mir eine Sendung zugeschickt, ne? Also dann wurde das halt gesagt. Also dann sagen wir mal so, also ja, das wurde jetzt sehr sensationell verkauft. Bradley hat da irgendwie seine Meinung ein bisschen geändert. Das ist ja im wissenschaftlichen Umfeld nicht halb so sensationell, wie es halt immer in Bild-Zeitungsstile aufgemacht wird. Ja. Okay, ja, auch, genau. Das heißt also, Bradley und Mann scheinen sich hier irgendwie inhaltlich ein bisschen zu trennen. Und es gibt aber auch eine ganz tolle Sache, die habe ich dann auch in einem Artikel verlinkt, wenn ihr euch das angucken wollt auf Apolut. Da gibt es eine Kartierung von Untersuchungen zur mittelalterlichen Wärmeperiode. Das hat irgendjemand mit Hilfe von Google gemacht. Und da hat er wirklich knapp 1300, also 1200 und ein paar zerquetschte Facharbeiten rausgesucht und hat die auf der Landkarte mit einem Pin versehen, dass man sehen kann, wo haben die denn ihre Untersuchung gemacht, und hat diesen Pin unterschiedlich eingefärbt. Und da kann man sehen, anhand der Farben, natürlich, die mittelalterliche Warmzeit war ein globales Phänomen. Und zwar über den gesamten Globus verteilt. Nicht überall ist es wärmer geworden. Es gibt ein paar wenige Pins, wo es kälter geworden ist. Also das ist dann wahrscheinlich ein lokales Wetterphänomen, dass dann halt, dass man sieht, okay, wenn es rundherum wärmer wird, wird es dann da kälter, weil sich vielleicht Strömungen ändern oder sowas. Aber selbst am Südpol sieht man, dass es generell wärmer geworden ist in der überwiegenden Mehrzahl. In der nördlichen Hemisphäre überwiegen auch die roten Pins, die dann anzeigen, es ist wärmer geworden in der mittelalterlichen Wärmeperiode. Und ungefähr da so in dem tropischen Bereich, also rund um den Äquator, kann man sehen, dass es da ganz viele Pins gibt, wo es trockener geworden ist. Mhm.
Ne? Also da ist es nicht unbedingt wärmer geworden, aber die Regenfälle haben nachgelassen und solche Geschichten. Also das kann man da sehen. Also nochmal, die mittelalterliche Wärmeperiode war ein globales Phänomen. Das ist ja das, was man oder was auf der Basis von diesem Hockeystick gerne gesagt wird, dass es halt kein globales Phänomen war, sondern nur ein lokales Phänomen. Das ist Quatsch, das ist Nonsens. Die mittelalterliche Wärmeperiode hat es gegeben und zwar global. So ist es ja auch im IPCC-Bericht von 1990 veröffentlicht worden. Dann kam dieser Panikbericht aus 2001, also dieser AR3, wo halt diese Hockeystick-Kurve drin war. Und dann später ist ja nochmal eine Veröffentlichung gewesen von einem gewissen Herrn Lundquist. Der hat das also dann wieder auseinandergenommen und hat dann gezeigt, ja gucke mal da, es gibt die mittelalterliche Wärmeperiode. Und okay, aber entschuldige, damit es hier nicht zu kleinteilig wird. Also gut, also diese Warmzeit hat es gegeben, auf jeden Fall. Aber lass uns noch mal auf den Konflikt oder auf das Problem mit diesem Hockeystick zu sprechen kommen. Und zwar die zentrale Frage ist, wie haben Sie es geschafft, die mittelalterliche Wärmeperiode wegzuwischen? Also wie haben Sie es geschafft, diese da auszuixen? Und das ist eine Frage. Es war dann schnell stand ganz oben drüber die Frage, ist das jetzt Zufall oder ist das Absicht? Ja. Das kann ich hier nicht abschließend klären, aber es gibt viele Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass das eine gewisse Absicht war. Das heißt also, es sollte auf Teufel komm raus, diese mittelalterliche Wärmeperiode weg, weil die ja auch ein paar Grad wärmer war als heute. Je nach Quelle, wo man reinguckt, entweder war sie genauso warm wie heute oder sie war um 1-2 Grad wärmer als heute. Genau, und jetzt bin ich wieder mit Grätschen dran sozusagen. Ja, grätsch mal. Wenn wir das jetzt tatsächlich mal sozusagen einem Sinn, das lassen wir jetzt mal im Sinn, dass diese Wärmeperiode in diese Hockeystick-Kurve nicht eingeflossen ist, dann würde sie nämlich schon gar kein Hockeyschläger mehr sein, sondern wahrscheinlich eher irgendwie ein Kamel oder so oder genau. Sowas ähnliches. Kamelhöcker, genau. Aber ignorieren wir das jetzt mal für einen Moment, dann gehen wir davon aus, dass es bei dieser Kurve gibt es sozusagen eine Nulllinie, die wird von 1000 Jahre bis 1850 ungefähr, wird die unterschritten, leicht unterschritten. Natürlich auch geglättet, aber gut, okay, jetzt will ich auch nicht selbst zu kleinteilig werden. Und jetzt wird's interessant, denn, und dadurch kommt überhaupt diese Hockeyform zustande, ab etwa 1850, also ab Beginn der Industrialisierung, macht plötzlich die Temperatur einen Ausschlag ganz extrem nach oben. Genau. Und das kann man sich dann bildlich wie einen Hockeyschläger vorstellen. Das heißt also, dieser Ausschlag nach oben ist sozusagen die Fläche des Schlägers, mit der man normalerweise dann den Puck oder Ball oder was auch immer schlägt. Das ist die Grafik, die auch Al Gore in seinem preisgekrönten, aber doch mehr oder weniger hanebüchenden Film eine unbequeme Wahrheit benutzt hat. Dafür ist er dann auch ganz theatralisch auf einen Hocker gestiegen, um zu zeigen, dass die Temperaturen ansteigen in einem Maße, dass man eigentlich auf eine Leiter müsste, aber da die meisten Unfälle ja zu Hause auf Leitern passieren, hat er dann nur einen Stuhl genommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Geschichte mit dem plötzlichen Ansteigen mit Beginn der Industrialisierung. Worauf ist die zurückzuführen? Also, jetzt hast du so viele Sachen aufgemacht. Erstmal, es war ein Hubwagen und kein Hocker. Ne? Es war ein Hubwagen. Al Gore ist auf einen Hubwagen gestiegen. Ja. Und sagte, das Team hätte ihn angewiesen, den zu benutzen und solange er sein Leben nicht in Gefahr sitzt, ungefähr, würde er es dann tun. Okay, Nummer eins. Nummer zwei, also es gibt, klar, wir haben die mittelalterliche Wärmeperiode bis ungefähr 1200, 1300, irgendwann da geht's richtig abwärts von den Temperaturen. Und dann kommen wir in diese Zwischeneiszeit, also in diese kleine Eiszeit, du erinnerst dich, ja? Mhm. Von dem, was ich erzählt hatte. Und aus der kleinen Eiszeit, die hatte also ihr tiefsten Punkt ungefähr so um 1600, 1700 irgendwie da. Ne? Und ab da geht's wieder aufwärts. So, dann haben wir dann bei ungefähr 1850 nochmal einen ziemlich deutlichen Sprung. Ab 1850 steigen die Temperaturen ziemlich stark. So. Und das ist jetzt alles weg. Das heißt also, es fehlt sowohl diese starke Auslenkung nach unten bei der kleinen Eiszeit, als auch diese starke Auslenkung nach oben bei der mittelalterlichen Wärmeperiode. Das heißt, es ist irgendwie bei diesem Hockeystick alles glatt gebügelt. Aber am Ende, dieser Ausschlag nach oben, der ist ganz deutlich da. Und da war halt die Frage, wie hat er das jetzt gemacht? Genau. Und
die, wie gesagt, Verdachtsmomente deuten darauf hin, dass er das jetzt, dass es kein Zufall ist, sondern dass es gewollt ist, dass es so passiert. Und da hatte dieser Steve McIntyre hatte sich da schon 2003 dran gesetzt und wollte halt einfach mal die Rohdaten haben. Gib mal her. Das ist also das Erste, was ich als Naturwissenschaftler mache. Wenn jemand fragt, ich möchte gerne mal die Rohdaten haben, sage ich, hier, bitte, viel Spaß. So. Und das sagten die aber nicht. Also Steve McIntyre, also laut Steve McIntyres Aussage, muss man mal dazu sagen, das können wir jetzt kontrollieren. Laut Steve McIntyres Aussage sagten die, nö, rücken wir nicht raus. Also die hatten also haufenweise Ausreden dazu gehabt und haben die Daten nicht rausgerückt. Dann ist das immer weiter hin und her gegangen. Steve McIntyre hat dazu eine Homepage veröffentlicht, die nennt sich climateaudit.org. Mal gucken, ich habe jetzt hier gerade offen. .org. Verlinken wir. Climateaudit.org. So. Die hat er dann aufgemacht und hat dann da über seine mehr oder minder erfolglosen Versuche geschrieben, wie er versucht, diese Hockeystick-Kurve detektivisch zu rekonstruieren. Also er wusste ja irgendwie, welche Baumringdaten sie da benutzt haben, aber nicht ganz genau. Und er wusste vor allen Dingen auch nicht, welchen Algorithmus die benutzen, um diese Kurve auszurechnen. So, und naja, langer Rede, kurzer Sinn, er ist dann also immer näher rangekommen an dieser Hockeystick-Kurve, konnte sie aber nie genau reproduzieren, also immer fehlte noch irgendetwas. Aber das Interessante war dann halt irgendwie, dass einer von, also er vermutet, dass einer von seinen Zuschauern dann zu diesem Climategate-Skandal geführt hat. Also irgendein Zuschauer, der war wahrscheinlich so erregt über dieses Nicht-Veröffentlichen-Wollen von Daten, dass der irgendwie sich Zugriff verschafft hat, übrigens nicht mit irgendwelchen russischen Hacker-Methoden und irgendwelchen Mega-Hacker, sondern wahrscheinlich ist da irgendwann ein Passwort ziemlich frei im Internet kursiert und über dieses Passwort hatte derjenige erst Zugriff auf ein ganz normales Konto auf dem Server der East Anglia Universität, wo halt ganz viele Leute waren, die halt diesen Hockeystick da fabriziert haben. Oder also liebe Zuhörer, falls ihr auf Wikipedia nachguckt und da irgendwas von russischen Hackern liest, glaubt nicht alles, glaubt womöglich gar nichts oder... Naja. Aber Russisch ist nicht schlecht, weil es die tatsächlich wurden die Daten am Ende ja auf russischen Servern veröffentlicht. Ja, also das gut. Ist, okay. Genau, ne? Aber das, okay. Das waren jetzt also nicht wirklich russische Hacker. Also das, naja, da können wir jetzt schon fast wieder über Paragraph 130 Strafgesetzbuch sprechen, aber das ist eine andere Baustelle. Also von daher, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, also es geht erstmal nur darum, also es gab diesen Climategate-Skandal, da wurden ganz viele E-Mails veröffentlicht im Wesentlichen und auch ein bisschen Rohdaten veröffentlicht. Und das geht auf jemanden wahrscheinlich zurück, so Steve McIntyre, der halt Leser von seinem Blog war. So, und dann ging das relativ schnell. Das heißt, Steve McIntyre hatte schon nachgewiesen, dass irgendwas mit dieser Kurve nicht stimmen konnte. Und dann fand man plötzlich E-Mails, die das auch bestätigten. Ja, also dann tauchten halt diese Schlagwörter auf wie Hide the Decline, Mike's Trick. Also es sind so solche Stichwörter, die dann halt darauf hindeuteten, was da gemacht werden sollte. Hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt. Ne? Also es ging halt darum, Hide the Decline. Dass da war eine, in der Veröffentlichung vom IPCC war eine Kurve mit drin von einem gewissen Keith Briffer. Und Keith Briffer hatte auch Baumringdaten genutzt, um Temperaturen zu rekonstruieren. Das Problem war, Baumringdaten sind dafür denkbar schlecht geeignet, weil ein Baum wächst nicht nur schneller, wenn es wärmer wird, sondern ein Baum wächst auch schneller, wenn er mehr CO2 bekommt, wenn er ein besseres Lichtangebot bekommt, wenn er weniger Wind hat zum Beispiel. Wind wenn sich die Kuh dran reibt, das hatten wir genau. Tatsächlich im ersten Teil auch schon. Genau, ja. Genau. So, also okay. Baumringe sind deutlich weniger verlässlich als Eisbohrkerne. Ja. So, und jetzt tauchte das Phänomen auf, dass ab ungefähr 1960 ging Keith Briffers Daten steil nach unten, und zwar an einer Stelle da, wo die Temperaturdaten steil nach oben zeigten. Das heißt, sie haben die Daten von Keith Briffer aus dem IPCC-Report rausgenommen. Und da könnte man jetzt fragen, ja, wieso haben sie das jetzt gemacht? Also was soll denn das? Ne? Warum haben sie das denn rausgenommen? Naja, klar, wenn also ein Zuschauer sieht, dass die Baumringdaten da nach unten gehen, wo sie am Ende der Kurve eigentlich nach Thermometerdaten, wo das halt steil nach oben geht, dann muss ein Zuschauer auch denken, ja, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Also offensichtlich sind die Baumringdaten nicht ganz so verlässlich, ja. So, das heißt also, sie haben extra Daten weggelassen, um den Zuschauer oder den unbedarften Leser in scheinbarer Sicherheit zu wiegen, dass diese Daten aus diesem Baumring verlässlich seien. Das ist eigentlich der Hintergrund. So muss man es dann interpretieren. Ja, jetzt gibt es aber ja auch noch das Problem der Methode an sich, oder? Ja, es gibt noch mehrere Sachen. Erstmal Hide the Decline. Dann gibt es von diesem Hockeystick mehrere Varianten. Der beim IPCC, also im IPCC-Report von 2001, ist eine Variante davon. Weltklimarat, ne? Ja, genau. Also
Genau, das ist der Weltklimarat. Und es gibt noch weitere Veröffentlichungen, die um diesen Zeitpunkt 2001 erfolgt sind. Und da war es so, dass nicht nur die Kurven abgeschnitten waren ab 1960, sondern die Kurven wurden weitergeführt. Und da fragt man so, hä, was ist das denn jetzt? Okay, dann haben sie am Ende irgendwie die Temperaturdaten da reingefiedelt. Also eigentlich optisch würde man sagen, sie haben die Daten, die vorher da waren, durch die Temperaturdaten ersetzt. Aber sie müssen noch ein bisschen was mehr gemacht haben, weil die Daten wurden so geglättet ineinander übergeführt. Und das, also das ist klingt jetzt, als wenn sie von einer Messung auf eine Modellierung übergegangen wären. Nein, sie haben die Baumringdatenmessungen, also diese indirekten Messungen, also diese Rekonstruktion, Temperaturrekonstruktion, haben sie übergeführt in die Temperaturmessung, die mit echten Thermometern gemacht wurden. Ah, okay. Und an einem Übergangspunkt gab es eine gewisse Glättung und das ist eigentlich, oder überhaupt diese Ersetzung am Ende durch die Temperatur, das ist Mikes Trick. Das heißt, der unbedarfte Zuschauer sieht nun, hey, gucke mal, vorher, also so Spaghetti-Kurven, vorher ist alles irgendwie so gleichbleibend, so ein bisschen Kuddelmuddel und am Ende gehen bei allen Kurven die Daten nach oben und zwar gleicher Art. Natürlich gehen sie aller gleicher Art nach oben, weil es auch dieselben Temperatursätze sind, die sie da haben. Das heißt, sie haben, was ich vorher, 4, 5, 6 Kurven gehabt, die alle unterschiedliche Datensätze hatten. Und am Ende ist es ein und derselbe Datensatz, der an jede Kurve drangehängt wird. Das ist kein vernünftiges wissenschaftliches Arbeiten. Also wenn du kannst... Also das wollte ich gerade nochmal sagen, weil ich meine, das mag im Englischen, mag das vielleicht so formuliert werden, Mikes Trick. Es klingt aber so ein bisschen wie im Deutschen Mauscheleien, wenn es um Betrug geht etc. Also es ist schlicht und ergreifend keine seriöse wissenschaftliche Methode, das zu machen. Es ist kein Trick oder so, also kein Pipifax, sondern das ist schon wirklich ernstzunehmend wissenschaftlich unsauber. Ja, genau. Das ist die richtige Formulierung. Die haben natürlich noch andere, die haben dann gesagt, nein, das ist jetzt irgendwie nur eine Berechnungsgeschichte gewesen. Das ist nicht wirklich so ein Trick wie ein Zaubertrick, sondern mehr so eine Berechnungssache. Glaub ich denen aber nicht. Ja, ganz einfach, weil ich ja sehe, was die daraus gemacht haben. Und ich sehe halt, sie haben zwei verschiedene Messdatensätze aneinandergefügt. Und du kannst, egal welchen Naturwissenschaftler fragen, ist wurscht, wen du fragst, darf ich ohne Kennzeichnung zwei Datensätze ineinander überführen? Und der wird dir das Gleiche sagen, was ich dir jetzt sage. Nein, darfst du nicht, wenn du das in deiner Doktorarbeit machst und die Prüfer kriegen mit, dass du das gemacht hast und du hast es nicht im Text gekennzeichnet, dass das zwei verschiedene Datensätze sind, bist du durchgefallen. Ja, und jetzt bin ich aber die Gegenseite und sag, wieso ist doch gekennzeichnet worden? Richtig, genau. Also man könnte sagen, im Kleingedruckten ist es gekennzeichnet worden. Genau. Im Kleingedruckten gewissermaßen. Also ja, wirklich nein, kaum. Also, muss man schon sehr genau hingucken. Sie haben es in, also es, wie gesagt, es sind ja mehrere Veröffentlichungen und in den Veröffentlichungen, auf die sich zum Beispiel ein Mueller bezieht, das ist ein Professor für die Physik von der Berkeley-Universität, der war darüber gar nicht erbaut, ne? Und der sagte, also der heißt Richard Mueller von der Berkeley-Universität und der sagte dann, diese Rechtfertigung, die er in einem Text gelesen hat, von Mann et al., hätte keinen Peer-Review-Prozess überlebt in einem Magazin, in dem ich gewillt wäre zu veröffentlichen. Ja. Und er war wirklich erzürnt darüber. Ja, und man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass die wissenschaftliche Betrachtung beziehungsweise die Tatsache, ob und wie man das jetzt tatsächlich dann wissenschaftlich dann nochmal erwähnt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch das, was der Öffentlichkeit präsentiert wird. Und der Öffentlichkeit wird keine Fußnote und kein Kleingedrucktes präsentiert, sondern der Öffentlichkeit wird auf einem Hubwagen beispielsweise von Al Gore präsentiert. Es ist alles ganz, ganz schlimm. Genau, also, und diese Daten sind unumstritten, das ist ganz wichtig. Unumstritten, außer Frage, würde MyLab sagen wahrscheinlich, ja. Genau, ja. Genau, und also genauso kommen sie immer. Und dann sage ich, nein, die sind nicht unumstritten. So, und da waren wir jetzt ja schon in der letzten Sendung irgendwie so, haben wir da schon so reingeschaut. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, es sind ja ganz viele Sachen, die noch hinten dran sind. Ich bin noch lange nicht fertig mit Lesen, wie gesagt. Steve McIntyre hat also eine ganze Menge gemacht zu diesem Algorithmus. Er wollte rausfinden, wie funktioniert denn dieser Algorithmus. Und es gibt verschiedene Aussagen, also einige sagen, der Mike Lehman hätte bis heute nicht die Daten veröffentlicht, demgegenüber spricht aber, sieht man aber, es gibt ein Verzeichnis, wo Mike Lehman Rohdaten veröffentlicht und das ist seit 2005 spätestens online.
Ich gehe davon aus, dass Steve McIntyre die ersten 2 Jahre keine Rohdaten bekommen hat und dann ist er irgendwie an die Rohdaten rangekommen, ob über Michael Eman oder über diesen Climategate-Skandal, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie wusste er irgendwann, welche Daten das waren. Mhm. Und dann konnte er auch dann diesen Hockeystick rekonstruieren genauer und dann hat man gesehen, es gibt irgendwie eine Software, die sucht sich für bestimmte Bereiche bestimmte Datenkurven aus. Und die hat offensichtlich eine Vorliebe für den Hockeystick. Weil alle Kurven, die mittelalterliche Warmzeit zeigten, wurden halt geringer gewichtet als Kurven, die mittelalterliche Warmzeit nicht zeigten. Und so kam es, dass eine einzelne Kurve um den Faktor 390 überbewertet wurde und andere Kurven, die mittelalterliche Warmzeit aber zeigten, die wurden nur mit dem Faktor 1 in die Rechnung mit einbezogen. Okay, erinnere ich mich falsch oder vielleicht habe ich es auch nur geträumt, aber irgendwie ist mir so, als wenn irgendjemand auch mal komplett absurde Daten gefüttert hat und nachher am Ende trotzdem Hockeystick dabei rauskam. Steve McIntyre, und das ist wieder der Steve McIntyre, der hat rotes Rauschen reingebracht. Brauchen wir uns mit der Akustik nicht zu beschäftigen. Also nehmen einfach Rauschen. Rauschen und Rauschen ist ein Zufallsereignis. Ja. Er hat also zufällige Daten da reingefüttert und dieser Algorithmus hat also aus diesen vielen Zufallsdatenkurven sich dann die rausgesucht, die am Ende immer diesen Hockeystick erbrachten. Sehr schön, ja. Köstlich. Heißt also, diese Software ist darauf getrimmt anscheinend, dass am Ende immer ein Hockeystick bei rauskommt. Das ist doch kein offen, also es geht ja mal die Frage, sind sie ergebnisoffen an ihre Arbeit reingegangen? Und da würde ich jetzt sagen, anhand dessen, was der Steve McIntyre herausgefunden hat, nein, sind sie nicht. Ja, es müsste schon mindestens zumindest die Option eines Tischtennisschlägers bestehen. Also, aber okay, wir lassen die Hockeystick-Kurve damit jetzt erstmal liegen. Wer sich dafür interessiert, möge deinen Artikel lesen, möge sich auch die Vorträge beziehungsweise die Diskussionsrunde anhören. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Und in dem Artikel von Apolut sind im Übrigen auch diverse Grafiken eingefügt, die durchaus, eine davon habe ich jetzt gerade vor mir, die durchaus das Ganze nochmal erhellen. Aber damit wir nicht zu lang werden, schlage ich vor, gehen wir noch deine anderen 3 Überschriften durch. Es geht um ein zentrales Thema. Okay, CO2, dann machen wir es so, genau. CO2-Steigerung von 1850 bis heute. Ich habe beim letzten Mal schon etwas über den Ernst-Georg Beck erzählt. Das ist also ein Biologe, genau wie ich, Diplombiologe, hurra, und auch Lehrer. Und der hat sich lange Zeit damit beschäftigt, mit chemischen Messungen. Und er hat also halt eine haufenweise Messungen rausgefunden, insgesamt über 90.000 einzelne Messwerte zwischen 1820 und heute. Und stimmt nicht ganz. Und 1955 war das, glaube ich, und 1960. So, und aus diesen Werten geht hervor, nein, die CO2-Konzentration ist nicht kontinuierlich gestiegen, sondern sie ist starken Schwankungen unterworfen. Und es gab halt zum Beispiel noch vor der industriellen Revolution gab es in dem Zeitraum um 1820 gab es Werte um 450 ppm. Ja. Also 450 ppm war damals der Wert und der ist immer eben 40 ppm höher als das, was wir heute als Wert haben. Mhm. So, und dann schwankt das immer hin und her und dann gibt es zum Beispiel auch noch mal um 1940 einen Wert, der, wie wohlgemerkt, das ist jetzt also kein Einzelwert, sondern es ist ein Durchschnittswert von vielen, vielen, vielen Messungen, die auch schon bei 410 ppm gelegen haben. Mhm. So, also dann kann ich sagen, und danach sinkt es wieder. Und dann kommt halt irgendwann diese Mauna Loa Messkurve und dann kann man irgendwie sehen, okay, also nein, wir haben keine kontinuierliche Steigerung, sondern wir haben ein Hin und Her von dem CO2 und damit fällt eigentlich dieses gesamte Narrativ des Klimawandels. Ja, wir als Menschen haben ja letztes Mal schon gesagt, 5,5 Gigatonnen pusten wir jährlich in die Atmosphäre, es können auch 6 Gigatonnen sein, whatever, aber es ist halt nur ein geringer Anteil im Vergleich zu dem, was natürliche Emissionen sind. Selbst solche Faktenchecker sagen, der Mensch trägt CO2 im Größenrahmen von 4% bei. Und das ist mit Sicherheit nicht mit spitzer Feder gerechnet, sondern so größtmöglich. Es ist also der größtmöglichste Wert, den sie angeben können. Mhm. 4% von dem CO2, was in der Umwelt ist, haben wir dazu beigetragen. So, und wenn ich jetzt aber sehe, dass trotz unserer starken Emissionen, 1940 waren wir mitten schon drin in dem industriellen Prozess und ne, der Krieg tobt und solche Geschichten, also da ist viel produziert worden. Trotz dieser massiven Emissionen ist nach 1940 der CO2-Wert von 410 ppm wieder gesunken auf 350 ppm.
Das geht nur, wenn die natürlichen Emissionen dem entgegensprechen. Das heißt also, trotzdem wir so viel CO2 in die Luft pumpen, ist es offensichtlich so, dass wir viele natürliche Faktoren haben, die dazu führen, dass das CO2 wieder sinkt. Follow the science. Da fällt mir ein, was hältst du denn von Meyers Lexikon eigentlich so? Genau. Komisch, dass ihr das jetzt weiß, ne? Das ist ja, ganz also, rein zufällig ist das nämlich genau der nächste Punkt, den ich in diesem Absatz gemacht habe. Sich, ne? Ja, genau. Ja. Meyers Konversationslexikon. Das ist also nicht irgendein Lexikon, wie wir heute den Brockhaus vielleicht kennen oder sowas, sondern das ist wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich. Und die haben sich seitenweise über Atmosphäre und auch über auch schon übers CO2 haben sie sich auch seitenweise ausgelassen. Ich glaube, es sind insgesamt, glaube ich, 11 Seiten oder sowas. Wo sie ganz detailliert sagen, ich habe ein langes Zitat da drin zum Beispiel, wo sie detailliert sagen, wo ist denn viel CO2 gemessen worden, wo ist wenig CO2 gemessen worden. Sie sagen also, viel CO2 messen wir auf dem Berg, im Tal messen wir relativ wenig CO2. Wir messen relativ wenig CO2, wenn wir landeinwärts Wind von der See haben. Dann kann ich am Strand sehr wenig CO2 messen, weil halt das Wasser CO2 bindet in Form von Kohlensäure. Das haben sie auch schon da schon drin stehen. Mhm. Sie sehen, dass halt Seestädte insgesamt weniger CO2 messen als Landstädte. Also in Rostock wird weniger gemessen generell als zum Beispiel in Göttingen. Sag nochmal, falls ich nicht aufgepasst habe, von wann ist das, was du jetzt zitierst? Ja, das ist ganz interessant. Also das ist jetzt die Variante von 1885, aber es gibt dann also einen Vorläufer davon, gibt's auch schon von 1844. Okay. Wo denn eigentlich die gleichen Werte drin stehen. Das heißt also, wir wissen, dass also in der Zeit ist laut Meyers Konversationslexikon der Durchschnittswert von CO2 auf einen Wert von 0,04% gesetzt worden. Und das sind komischerweise exakt dieselben Konzentrationen, die wir heute haben. Na nö. Na nö. Und vor allen Dingen haben sie damals schon ganz deutlich gesagt, wo halt viel und wo wenig CO2 gemessen wird. Also sie haben sich detailliert damit beschäftigt. Jetzt kannst du nicht sagen, ach, das sind ein paar Wissenschaftler, das sind ja so Einzelfälle, die sind ja überhaupt nicht verlässlich. Nein, es war Stand der damaligen Wissenschaft und komischerweise stimmt es auch mit dem überein, was wir heute kennen. Also sie haben ja das, was sie damals in Sachen CO2-Forschung gemacht haben, ist exakt das, was wir heute auch genauso sagen würden. Nichts von dem widerspricht dem, was wir heute haben. Abgesehen vom CO2-Wert. Ja? Gibt's einen Wikipedia-Artikel zu Meyers Lexikon, weil dann dann wären das Schwurbler gewesen alles damals wahrscheinlich. Ja, genau. Und das Lexikon, was dann auch vom Bockers, glaube ich, aufgekauft wurde, das ist dann also ein Schwurbler-Lexikon, ja. Kratzt mich an der Hacke, sage ich dazu, um nicht das jetzt nicht das Deutlichere dazu zu sagen. Also da rege ich mich wirklich drüber auf, weil die haben auch im Konversationslexikon steht drin, auf den Bergen wird mehr CO2 gemessen. Und wo sind die CO2-Messstationen? Wo sind heute die CO2-Messstationen? Vor allem die berühmteste ist auf einem Berg. Und wo ist das? Der Mauna Loa auf Hawaii. Und was ist der Mauna Loa noch? Ein Vulkan. Ach Mensch, jetzt stellst du Fragen, die ich so brav hätte beantworten können, dann machst du es selbst. Unglaublich. Also sie veröffentlichen, also das muss ich auch auf der Zunge zergehen lassen. Sie machen eine CO2-Messstation auf, da wo CO2 aus dem Boden emittiert wird die ganze Zeit. Vulkanisches CO2. Ja. Also, naja, sagen, aber das wird rausgerechnet. Ja, von wegen. Genau. Ja. Wenn ich als Wissenschaftler Messungen mache, bin ich schon in der Anlage der Messungen darum bemüht, dass ich irgendwelche Beeinflussungen möglichst minimiere. Und dann baue ich doch nicht eine CO2-Messstation genau da auf, wo CO2 aus dem Boden kommt. Das ist doch Gaga. Ja, ich möchte jetzt genau, um dann zu sagen, wir rechnen es aber raus. Ja, nee, glaube ich nicht. Ja, wenn man es vernünftig aufzieht, braucht man auch nichts rausrechnen, das ist klar. Ja. Nummer eins und Nummer zwei, selbst unsere Faktenchecker vom Bayerischen Rundfunk, ich habe ja so einen Absatz da drin, selbst der Faktenchecker sagt, dass die Werte von Mauna Loa um 7 ppm höher sind als die restlichen Durchschnittswerte von der gesamten Erde. Ja. Das heißt, der Mauna Loa zieht die CO2-Werte, den Durchschnittswert nach oben. Ja. Gut, da könnten wir natürlich jetzt sowieso noch ein zusätzliches Fass aufmachen. Wo wird wann was gemessen und wie ergibt sich überhaupt ein Mittelwert und gibt es überhaupt eine mittlere Temperatur? Das machen wir jetzt aber nicht, Markus. Naja, also das Wichtige ist ja daran, also die Frage ist, sind Sie ergebnisoffen daran interessiert, einen möglichst objektiven CO2-Wert zu ermitteln?
Und da muss sich jetzt jeder Zuschauer die Frage stellen, ist das so? Sind Sie wirklich daran interessiert, einen objektiven Wert zu ermitteln oder wollen Sie einen Wert ermitteln, der in irgendeine Richtung ausschlägt? Jetzt hast du mir die Überleitung sehr einfach gemacht, denn als Antwort könnte man zum Beispiel sagen, Religion. Und genau darüber würde ich ganz gerne tatsächlich jetzt nochmal mit dir sprechen. Was wir jetzt festgestellt haben und was wir ja auch schon in der ersten Episode festgestellt haben, ist, dass man mindestens sagen kann, es ist vieles unklar, beziehungsweise es kann vieles absolut unterschiedlich betrachtet und interpretiert werden. Das muss man eigentlich sagen können. Jetzt ist es aber so, dass, und das ist ja das Prinzip einer Religion, dass das nicht gewollt ist. Und ich möchte jetzt etwas vorlesen zum Übergang in diesen letzten Block der Religion Klimawandel von vom Förderverein Solarenergie Deutschland, sfv.de. Komisch, das ist der gleiche Absatz, den ich auch gefunden habe, wahrscheinlich, ne? Also, wo hast denn du den her? Ja, den brauchte ich nicht zu lektorieren, den hast du ja kopiert, wahrscheinlich. aber jetzt wird's wirklich ernst, denn ich lese jetzt mal vor, was du da gefunden und in deinen Artikel eingebaut hast. Ich beginne das Zitat. Wer den Klimawandel verharmlost, stellt sich fortan selbst außerhalb der internationalen Wertegemeinschaft. Das Ziel der immer noch laufenden Verharmlosungspropaganda ist die Fortsetzung der fossilen Energiebereitstellung und sollte sie weiter Erfolg haben, wird sie Milliarden von Toten und möglicherweise sogar das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten. Herbeiführen des Klimawandels ist somit eines der ungeheuerlichsten Verbrechen überhaupt und es ist eine Überlebensfrage, ob es der Staatengemeinschaft gelingt, bereits die Anstiftung und die Verharmlosung durch abschreckende Strafen zu ahnden. Zitat Ende, Solarenergie, Förderverein Deutschland, sfv.de. Tja, was soll man dazu sagen? Willkommen bei Galileo Galilei und der Heiligen Inquisition. Das ist exakt das. Ja. Nur in diesem Falle tun sie so, als ob sie Wissenschaftler wären, aber in Wirklichkeit sind das Hexenjäger, nichts anderes. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Stichwort Religion. Hier wird im Prinzip formuliert, es gibt nur eine Wahrheit. Genau, und das ist ja genau per Definition schon mal falsch. Richtig, also der schon wissenschaftlich ist es falsch. Aber genau das wird hier behauptet. Und darüber muss sich jeder Gedanken machen, der noch einigermaßen bei Sinnen ist. Egal wie er jetzt die Klimabewegung, Klimaschwankungen, Klimaveränderungen einordnet. Wollt ihr wirklich das, was ich hier gerade vorgelesen habe? Wollt ihr das wirklich? Naja, also erstmal, es geht ja darum, das kam jetzt hier nicht drin vor, aber das Wort Klimaleugner ist ja mit Bedacht gewählt. Das geht darum, dass man die Leute, die das kritisieren, was zum Thema Klima veröffentlicht wird, zum Beispiel von MyLab und von all den anderen öffentlich-rechtlichen Formaten da, die sollen in ein Fahrwasser gebracht werden, die irgendwas mit Holocaustleugnung zu tun hat. Also das Wort Leugnung ist bei uns in Deutschland ganz, ganz deutlich konnotiert und da geht es immer um Holocaustleugnung. Ja, ja, Corona-Leugner, ne? Genau, das bringen sie immer in dieses Fahrwasser, damit du irgendwas mit rechtsradikalen Nazis zu tun hast, die dann behaupten, es hätte den industriell organisierten Massenmord an nicht nur Juden, sondern auch ganz vielen Russen und so weiter nicht gegeben. Ja. Genau, das ist schon eine ganz böse Nummer, ist das. Und jetzt haben wir, also ich weiß, also geht es ja um den Volksverhetzungsparagrafen StGB 130. Genau, haben wir ja vorhin schon angedeutet. Genau, und der ist irgendwann mal, ich glaube in den 90ern oder wann das war, 1990er Jahre, ist insofern erweitert worden, dass also die Rechtsprechung dahin tendierte, dass also Leute, die das behaupten, dass es diesen Massenmord nicht gegeben hätte an den vielen, vielen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg, dass das unter Strafe steht. Mhm. Na, okay. Jetzt wollen sie das Ding weiter aufbohren. Und zwar missbräuchlich. Ja. Das heißt, also wir reden jetzt nicht mehr von irgendwelchen Tatsachen, die da geschichtlich verbrieft sind, sondern jetzt geht's um irgendwelche wissenschaftlichen Diskussionsgeschichten, ja, die eigentlich, also das Wesensmerkmal von Wissenschaft ist Diskussion. Und jetzt soll eine Seite per Gesetz unter Strafe gestellt werden,
Das ist unglaublich. Also ich lese mal vor, was unser Grundgesetz, beziehungsweise was unser Verfassungsgericht dazu sagt. Es geht um das Thema Meinungsfreiheit. Hm. Und es ist nicht die richtige Meinung geschützt, sondern es ist jede Meinung geschützt. Wenn nur die richtige Meinung geschützt wäre, dürften sämtliche Politiker von heute auf morgen nichts mehr sagen und sie müssten sofort in den Knast wandern. Übrigens, so langsam tendiere ich dazu, dass ich sage, ja, das ist okay. Zumindest was Politiker anbelangt. So, also ich lese mal vor, was das Verfassungsgericht gesagt hat. Bleiben wir mal auf dem Boden des Grundgesetzes. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinung, der ihr Lebenselement ist. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Lüth-Urteil, aber es ist viele, viele Male in gleicher Form, ich glaube knapp 1000 Mal insgesamt in der Rechtsprechung zitiert worden. Ja, ich persönlich also finde es ja schon bedenklich, dass man das überhaupt so formulieren muss. Naja, das ging ja damals darum, dass ging ja halt auch um die Unterdrückung von Meinungen. Ne? Also das heißt also, das ist also das Wesensmerkmal von Demokratie. Hier steht konstituierend. Ohne den Artikel 5 und die garantierte Meinungsfreiheit ist Demokratie nicht denkbar. Das ist der wesentliche Merkmal, der eine Demokratie herstellt. Wenn ich eine Meinung beschränke, ist die Demokratie weg. Also ich säge der Demokratie den Ast ab, wenn ich die Meinungsfreiheit wegnehme. Ja. Und da können wir jetzt auch nicht den Bereich der Wissenschaft verlassen, aber ihn erweitern, um zum Beispiel schlicht Kriminalität, Terrorismus. Ich habe gerade heute, wir zeichnen auf, am 9.01.2023 eine Meldung gehört, dass zwei Iraner irgendwie verhaftet worden wären wegen eines möglichen Terroranschlags mit irgendwelchen giftigen Stoffen. Allerdings ist nichts davon bei diesen Jungs gefunden worden. Ich kenne jetzt die Hintergründe des Falles nicht, aber Fakt ist, sie sind verhaftet worden wegen eines Verbrechens. Minority Report lässt grüßen, dass sie noch gar nicht verübt haben und für das sie auch überhaupt gar nicht die Materialien gehabt haben oder zumindest wurden sie bisher nicht gefunden. Weiter tiefer bin ich in den Fall nicht eingestiegen, aber nach dieser Faktenlage finde ich das schon sehr bedenklich. Wenn ich bedenke an die wenn ich an die Reichsbürgergeschichte denke, die ja auch ein Umsturz der Demokratie geplant haben sollen und die deswegen verhaftet worden sind, denke ich auch wieder Minority Report lässt grüßen. Und ja, mit was haben Sie es geplant? Mit einer registrierten Waffe, mit einer einzigen registrierten Waffe, ja? Mit ganz vielen Dosen Ravioli und was man sonst noch so als Prepper braucht, ja, und mit ganz viel Bargeld. Damit haben sie einen Umsturz geplant. Ja, selbst wenn es anders wäre, selbst wenn irgendwie 52 Waffen im Spiel gewesen wären, dann hätte man sie meinetwegen wegen unerlaubten Waffenbesitz irgendwie kriegen können, aber nicht wegen eines geplanten Umsturzes, der überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein anderes Feld aufmachen, zum Beispiel das Geopolitische, das ist ja gerade sehr aktuell, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken, mal angenommen, ich hätte jetzt die Meinung, so im Konjunktiv gesprochen, ist ja klar. Mal angenommen, ich hätte jetzt die Meinung, dass die Gräueltaten von Butscha, die haben stattgefunden, die leugne ich keinesfalls, sind wir wieder bei der Leugnung, aber ich sage, es ist aber letztlich nicht bewiesen, dass es tatsächlich die Russen waren oder die Sprengung von Nord Stream 2. Das ist ja noch viel wirrer. Da ist ja überhaupt nicht klar, wer es gewesen ist. Wenn ich aber nun behaupten würde, ich gehe nicht davon aus, dass es die Russen waren, dann komme ich tatsächlich schon in eine schwierige Situation. Also machen wir einen Strich drunter. Der Paragraph 130, das mögen ja damals hehre Ziele gewesen sein und ich gehöre ja auch zu denen, die wirklich körperlichen Schmerz empfinden, wenn da so jemand wie ein Volkslehrer auftaucht und so durch die Blume sagt, den Holocaust hätte es nicht gegeben. Ja, dann das erzeugt bei mir körperlich Schmerzen. Also da kriege ich echt einen Hals. Ja. Aber vor dem Hintergrund, dass jetzt dieser Artikel aufgebohrt werden, also dass jetzt Artikel Quatsch, dass jetzt dieser Strafparagraf aufgebohrt werden soll und für alles Mögliche herhalten soll, damit man unliebsame Meinungen unterdrückt, bin ich dafür, dass dieser Paragraf ersatzlos gestrichen wird. Müsste man jetzt mal bei unseren jüdischen Mitbürgern nachfragen, wie die das sehen. Aber wenn das so weit geht, dass das Rechtsstaatprinzip untergraben wird,
dann muss ich da die Reißleine ziehen. Also ich kann ja nicht einerseits sagen, okay, ich will die Nachfahren der vielen Leidensopfer aus dem Zweiten Weltkrieg schützen. Die müssen nicht nochmal Tiefschläge verbaler Art hier hinnehmen, indem jemand behauptet, das hätte es ja gar nicht gegeben. Aber andererseits sehe ich, dass mit diesem Vehikel jetzt angefangen wird, dass man in der Jetztzeit anfängt, Meinungsäußerungen, die nicht liebsam sind, die dem Propagandaapparat nicht passen, einfach abzuschneiden. Da sage ich, streich den Paragraph 130. Der Punkt ist ja, es wird das Schlimmste, was man sich in seinem menschlichen Hirn vorstellen kann, nämlich der Holocaust, millionenfacher Mord an Juden und anderen Minderheiten, dieser schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, wird sozusagen beispielhaft genommen und auf andere Themen übertragen, auf die man das einfach nicht übertragen darf. Das geht einfach nicht. Ja. Wenn wir jetzt wieder zum Klimawandel kommen. Also ich meine, das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe von diesem Solarenergieförderdings, das zielt doch in die gleiche Richtung. Das ist thematisch natürlich anders, aber es zielt in die gleiche Richtung insofern, als dass es heißt, der Holocaustleugner ist im Prinzip genauso schlimm wie der Klimaleugner oder der Kriegsverbrecher Butcher-Leugner oder naja, wir haben ja noch eine ganz andere Lage. Also denk mal bitte an Drimlevo. Dirk und ich, beziehungsweise es ist ja im Wesentlichen Dirks Recherchearbeit und demjenigen geschuldet, der Dirk da die Information gegeben hat. Dirk hat ja gerade vor 3 Monaten das Thema Drimlevo aufgemacht. Drimlevo als das erste Dorf in Weißrussland, was von der Wehrmacht oder irgendwelchen Wehrmachtseinheiten mit Polizeieinheiten aus Berlin da überfallen wurde und was dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die haben, ich hoffe, ich habe es richtig, 30% waren die alten Werte, ich glaube jetzt sogar 50% sind jetzt so die aktuellen Werte. Die haben 50% der weißrussischen Bevölkerung platt gemacht. Die haben verbrannte Erde gemacht. Es ging darum, im Osten Freiraum zu schaffen für nazideutsche Siedler, damit die da sich ausbreiten konnten. Lebensraum im Osten, ja. Das war die Ideologie. Hm. Das ist jetzt aber im Narrativ nicht ganz so passend, ja. Also, dass Weißrussland und Russen als leidende Bevölkerung dargestellt werden. Oder wie habe ich das zu interpretieren, dass dieser Artikel, nachdem er von einem Historiker geschrieben wurde und nach 3 Minuten in der Wikipedia gelöscht wurde? Also da schreibt ein Historiker ein sehr detailliertes Werk über Drimlevo, wie viel Tote es wo gegeben hat und wie viele Leute das waren, welche Familien das waren, welche Einheiten aus Deutschland beteiligt waren und so weiter. Das wird in die Wikipedia eingetragen und nach noch nicht mal 3 Minuten löscht das jemand. Das kann er erstens nicht durchgelesen haben und zweitens frage ich mich dann, mit welcher Intention? Welche Intention ist dahinter? Naja, das ist Geschichtsverfälschung. Schlicht und ergreifend. Naja, es werden immer nur die Sachen in der Geschichte werden auftauchen, die auch gewollt sind. Ja, ganz genau. So, und ich denke noch ein bisschen weiter. Also wir wissen ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die versucht wurden, der deutschen Wehrmacht anzuhängen, die aber nicht die Wehrmacht gemacht hat, sondern irgendjemand anders. Das heißt, wir zweifeln nicht die Opfer an, sondern wir zweifeln den Täter an. So, das heißt, also ein Fall ist bekannt, das ist das Massaker von Katyn. Das ist relativ schnell bekannt geworden. Da waren es nämlich tatsächlich die Russen, die sich schuldig gemacht haben. Ich weiß gar nicht, tausende von polnischen Offizieren da ermordet zu haben, ne? So. Hm. Massaker von Katyn. Hatten die Russen versucht, der Wehrmacht anzuhängen und am Ende war es dann halt doch klar, das waren also die Stalin-Russen halt, die das zu verantworten hatten. Ich kenne keins dieser Geschichten von der amerikanischen Armee. Nein. Jetzt würde ich sagen, nachdem, so wie ich Amerika jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt habe, halte ich es für hochwahrscheinlich, dass da auch Sachen existieren. So, und verstehst jetzt, wo das Problem ist. Jetzt hast du also die Holocaust-Leugnung als strafbares Damoklesschwert über allem schweben, ja? Mhm. Und du kannst es wunderbar jemanden mundtot machen, der jetzt, was weiß ich, irgendwas rausfinden würde, was da an Massakern von den Amerikanern angerichtet wurde. Und dann kannst du dann sagen, ach ja, hier, guck mal, hier, Holocaust-Leugnung, zack, weg ist er. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass die ukrainische Armee keine Kriegsverbrechen begeht. Hör bloß auf, ja. Also vor diesem Hintergrund bin ich für die Streichung von diesem Paragraphen. Das heißt im Klartext, die wir darunter leiden, dass halt jemand, der den Holocaust wirklich leugnet, müssen das dann einfach in Kauf nehmen, um
mit dem Ergebnis, dass wir den Rechtsstaat dadurch retten. Das heißt also, dass hier der Paragraph 130 nicht missbräuchlich benutzt wird, um unliebsame Meinung zu unterdrücken. Das ist ja der Punkt, der dahinter ist. Ja, und man muss das natürlich auch noch weiter zu Ende denken, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, was Innenministerin Faeser nach dieser Reichsbürgergeschichte in aller Öffentlichkeit bei Anne Will gesagt hat, nicht nur bei Anne Will, sondern auch im Bundestag übrigens. Das ist gar nicht großartig durch die Medien gegangen, aber auch im Bundestag hat sie das gesagt, auch wenn sie später zurückgerudert ist, nichtdestotrotz, Nachtigall, ich hörte tapsen, sie hat ja gesagt, dass die Beweislastumkehr eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit wäre. Das also, fand ich so gut. Ja, Wahnsinn. Also das im Grunde genommen, also dass Leute aus dem öffentlichen Dienst erstmal gekickt werden können, wenn nicht mal ein Verwaltungsgericht, sondern die Behörde selbst der Meinung ist, dass er vielleicht ein Staats- oder Demokratiefeind sein könnte. Und dann, oh Gott sei Dank, jetzt kommt der Rechtsstaat endlich wieder zum Tragen. Und dann kann der ja versuchen, vor Gericht einzuklagen, dass er doch ein ganz netter Kerl ist im Grunde genommen. Minority Report, beziehungsweise das ist noch eine ganz, ganz perverse Abwandlung davon. Nein, das finde ich köstlich. Pass auf. Also, du sagst irgendwas, aus dem die Behörde lesen könnte, dass du eventuell nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugewandt wärest, sondern du hast... Je nach Sachbearbeiter. Du hast ja auch als Beamter hast du ja die Verpflichtung, in deinem Beruf und auch in deinem Freizeitleben die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stützen, und zwar aktiv. Das ist nicht irgendwie, das machst du mal nebenbei. Also ich glaube, die meisten Beamten wissen das gar nicht und sie tun es ja auch nicht. Es gibt natürlich auch noch eine andere Verpflichtung, diese Remonstrationspflicht. Genau, also du hast die Verpflichtung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. So. Und wenn jetzt also der Eindruck entsteht, dass du das irgendwie nicht machen könntest, dann kann man dich sofort aus dem Dienst entfernen. Sagt jetzt Innenministerin Faeser, jetzt ist aber das Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit ist erstmal, dass die Gegenseite angehört wird, zweitens, dass sie einen fairen Prozess bekommt und dass die Unschuldsvermutung gilt. Es gibt also Sachen, die kannst du gar nicht beweisen. Wenn jemand sagt, du hast aber gemacht oder ich habe den Verdacht, dass du gemacht hast, beweis bitte das Gegenteil. Beweis bitte, dass du keine Hexe bist. Ja, natürlich. Dann kannst du diesen Beweis nicht erbringen. Ja, insbesondere, ja, das mit dem Hexenvergleich ist sehr schön, denn das macht ja auch nochmal deutlich, dass du dann im Zweifel sowieso immer alles falsch machst. Ja, klar. Wenn du im Wasser ertrinkst, dann bist du vielleicht keine Hexe gewesen. Wenn du aber schaffst, dich zu retten, dann bist du eine Hexe und dann wirst du verbrannt. Also ja, genau. Das ist sehr praktisch. Ne? Ja. Eine Win-Win-Situation. Ja. Allerdings nicht für die Dame, die da verbrannt wurde. Ja. Also, der Trick an der ganzen Sache ist jetzt doch, du kannst diesen Beweis nicht erbringen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin Mitglied in irgendeinem Club und ich habe hier einen Ausweis. Also dann kann ich also sagen, ich gehöre dazu. Den Beweis kann ich erbringen mit diesem Ausweis. Ja. Aber ich kann schon, wird schon sehr schwierig, dass ich, also beweisen Sie mal, dass Sie nie Mitglied in diesem Club waren. Ja. Dann müsstest du also quasi deine gesamte Lebenszeit irgendwie da abrollen und dann sagen, guck mal hier, ich hab diesen Club niemals besucht. Ich war da niemals drin, ja. Und dann kommt irgendein Idiot um die Ecke und sagt, doch, der war schon mal Mitglied. Genau, richtig. Ja. Nein. Ja, also wie sagten Terence Hill und Bud Spencer, wir sind immer Mitglied, wir gehen nie ohne los. Egal. Ja, oder wie so, sagte einer der Marx Brothers, ich würde niemals Mitglied in einem Verein werden, der bereit ist, mich als Mitglied aufzunehmen. Aber genau. Warte mal. Der Punkt ist jetzt folgender. Ich hätte anhand der Aussagen von der Innenministerin Faeser, hätte ich, weil sie ja das Rechtsstaatsprinzip aufs Äußerste verletzt, hätte ich ernsthafte Zweifel daran, dass die Innenministerin Faeser der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugewandt ist. Ich würde behaupten, sie ist ein Demokratie- und ein Verfassungsfeind. Ja. Und deswegen bin ich dafür, dass sie ohne einen Prozess zu bekommen, sofort aus ihrem Amt entfernt wird. Ja. Jetzt weisen Sie mir bitte mal nach, dass sie doch Demokratin sind. Das bin ich mal gespannt. Ja. Also das muss ja auch irgendein Jurist geflüstert haben. Übrigens, das geht so nicht. Das kann man so nicht machen. Das kriegen ja, Sie das nicht hat durch. Sogar in der Talkshow hat das. Das war nicht mal ein Jurist. Das war ein Journalist interessanterweise, der ihr gesagt hat: Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Und wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht in Gesetze gegossen worden. Aber nichtsdestotrotz, es wurde geäußert und wir wissen, was geäußert wird auch weiter gedacht. Und um jetzt wieder die Brücke zurück zum Klimawandel
zu schlagen. Es kann nicht sein, dass, nehmen wir jetzt mal uns beide, mit der Diskussion, die wir jetzt hier fast anderthalb Stunden geführt haben, dass uns beiden das faktisch verboten werden soll, unter Strafe verboten werden soll, dass wir über die Dinge sprechen, für die, von denen wir annehmen, nee, das überzeugt uns nicht. Das kann nicht sein. Tom, und nochmal die Frage nach da draußen. Wollt ihr das wirklich, Leute? Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr die totale Zensur? Jetzt bitte alle mal jubeln. Ja, ja. Das ist genau der Punkt. Genau. Natürlich werden sie werden mehrheitlich jubeln. Das wird dann genauso sein wie dieses eine Bild aus diesem Sportpalast da, oder wo dann halt Goebbels diese Frage gestellt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Einer verschränkt die Arme und ja, alle anderen haben den rechten Arm gehoben und können gar nicht schnell genug in den Krieg ziehen. Ja, ich möchte aber denen, die jetzt natürlich nicht den rechten Arm heben, sondern ja, wir wollen die totale Zensur schreien, möchte ich nahelegen, darüber nachzudenken, ob nicht irgendwann, das kann nämlich passieren, auch eure Meinung dann mal plötzlich nicht mehr die richtige ist. Und dann seid ihr nämlich selbst in der Situation. Und jetzt frage ich nochmal, wollt ihr das wirklich? Nein, sie werden ja dann halt den Mund nicht aufkriegen. Das ist ja genau der Punkt. Die Leute, die den Mund aufmachen müssten, sind jetzt ja alle still. Das haben wir bei Corona gesehen. Es funktioniert hervorragend, die ganze Geschichte. Ja. Die Leute, die eigentlich was sagen müssten, haben nichts gesagt, weil sie Angst haben, ihren Posten zu verlieren. Und so kannst du wunderbar eine Gesellschaft steuern. Ich werde dir prophezeien, worauf es hinausläuft. Wir werden das, was wir die letzten 2-3 Jahren gesehen haben, noch weiter sehen. Wir werden eine galoppierende Reduzierung des Rechtsstaats sehen. Wir werden also einen Abbau des Rechtsstaats sehen. Es wird nichts mehr von einem irgendwie gearteten Rechtsstaat übrig bleiben. Am Ende bleibt das, was wir aus der DDR-Zeit kennen, ein geschriebenes Recht und ein praktiziertes Recht. Das hat nichts miteinander zu tun, ja. Also auch die DDR hatte eine Verfassung, die würde man sagen, kann man unterschreiben, ja. Aber das, was da praktiziert wurde, war eine Katastrophe, ja. Also wir werden sowas haben wie eine Stasi, die wird hier rumlaufen, die werden vielleicht auch in schwarzen Mänteln wieder so wie zur Nazi-Zeit werden sie dann kommen und Leute abholen und keiner weiß, wohin die dann abgeholt werden. Aber das ist mir dann auch egal. Ich gucke ja gerade Netflix oder Amazon oder was auch immer und erfreue mich gerade an dem neuesten Spiel, was ich da spielen kann. Tja, also das genauso wird's laufen. Das wird eine Wohlfühldiktatur werden, ja. Und da wird auch keiner rumlaufen mit dem Oberlippenbart und mit dem Seitenscheitel. Brauchst du gar nicht mehr. Das reichen solche Leute wie die Innenministerin Faeser. Ja? Ich widerspreche also vehement. Wäre das, was ich jetzt gerne sagen würde, kann ich aber nicht. Ja. Also das sind die letzten Zuckungen hier. Und wenn die Leute ihren Arsch nicht hochkriegen, dann wird das halt so laufen. Also das wir sehen es schon in Schule. Also es gibt ja viele Sachen. Meine Tochter kommt aus der Schule und sagt, die Eisbären sterben. Dann sage ich, nein, das tun sie nicht. Die Eisbären sterben nicht. Dann sagt sie, doch, hat die Lehrerin aber erzählt. So, was willst du da machen? Also ich habe dann ganz vorsichtig, da habe ich dann von Kollegen zu Kollegin gesprochen, halt, dann hilft dir auch ein bisschen weiter, dass du Biologe bist und die Kollegin hat dann sozusagen nur Sachkunde unterrichtet, ne? Was ja auch Blödsinn ist, aber sie hat sich wahrscheinlich einfach nicht informiert darüber, kann sagen, tut mir leid, das können sie nicht sagen, diese Aussage. Also sie bezog sich dann also auch auf den Zeitraum von 1950 bis heute und das ist ja genau der Zeitraum, wo die Eisbärenpopulation von ungefähr 5000 auf jetzt geschätzte 25 bis 35 30.000 gewachsen ist an Individuen. Da kannst du ja nicht sagen, das ist ein Aussterben. Das ist das Gegenteil von Aussterben. Die gedeihen. Ne? So. Hm. Aber dagegen haben wir zu kämpfen. Es wird ganz, ganz viele Sachen geben in Schule, die einfach nicht korrekt laufen. Den Schülern wird indoktrinativ irgendein Unterrichtsstoff beigebracht und den verinnerlichen sie dann und du kannst als Elternteil da kaum gegensteuern. Und das, was dabei rauskommt, sehen wir jetzt. Das sind die Fasers und die Baerbocks und die ganzen Klimakleber, die auf der Straße sind. Ja, was ich eben vielleicht jetzt langsam zum Abschluss kommt, das passt da ganz gut rein. Ich habe vor kurzem mit einem Freund telefoniert, mit dem ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte und es war alles sehr schön. Wir haben telefoniert und haben dann eben auch über die speziell geopolitische Lage gesprochen und er hat im Grunde genommen dann das wiederholt, was ich auch in Tagesthemen, Tagesschau und so weiter höre. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er denn überhaupt weiß, dass 8 Jahre lang die Ostukraine von Kiew terrorisiert, bombardiert und beschossen wurde. Er wusste es nicht. Und
das ist dann eben so der Moment, wo ich denke, ja, dann sollte ich aber vielleicht auch kleine Brötchen backen oder vielleicht mal die Schnauze halten oder ich sollte versuchen, mich zu informieren, was denn die Hintergründe sind. Aber ich glaube... Aber dein Bekannten trifft doch nicht mal die Schuld. Also es wird ja der Eindruck vermittelt, dass wenn du Tagesthemen und was auch immer guckst, dass du dann umfassend informiert bist. Ja, ich bin da hin und her gerissen, was die Schuldfrage angeht, Medienkompetenz und so weiter. Also da, je nach Tagesform bin ich, sehe ich es manchmal so wie du und manchmal denke ich irgendwie, Mensch, kriegt deinen Arsch hoch und informier dich mal, hier kippt gerade irgendwie der Weltfrieden mehr oder weniger um und da kann es nicht sein, dass du dich auf Propaganda verlässt, sondern musst eigentlich mal versuchen, dann vielleicht auch ein bisschen dich schlau zu machen. Aber gut, machen wir das Fass jetzt nicht auch noch auf. Auf jeden Fall, ja, leider haben wir jetzt am Schluss keine so gute Prognose formulieren können, aber was soll's. Es wäre ja auch Quatsch, wenn wir da jetzt was erzählen, was wir uns selbst nicht und was uns vielleicht dann auch die Zuhörer nicht glauben. Also verbleiben wir so und schließen tatsächlich nochmal mit der extremen Verschärfung dieser Gesellschaft, die sich in weiten Teilen schon in Richtung Totalitarismus hin entwickelt hat, und unterstreichen nochmal, dass es immer fatal ist, so etwas wie Klimaschwankungen als religiöse endgültige Wahrheiten aufzufassen und das zu ist, verkaufen. Das ist heute das Klima, morgen was anderes. Wir waren ja schon beim Transhumanismus. Das ist wieder die abschließende Geschichte. Wir wollten ja nochmal eine Sendung über Transhumanismus machen. Das machen wir als nächstes, ja. Das ist halt, also der über allem schwebt der Glaube daran, dass die Welt überbevölkert ist und dass sie einer Überbevölkerung zusteuert, die halt nicht mehr kontrollierbar ist und die dann sozusagen alle in Hungersnot stürzen wird. Das ist auch nur der Glaube, der uns kleinen Leuten verklickert wird. In Wirklichkeit geht es darum, es gibt ein paar Superreiche, das sind ein paar wenige, die kannst du an vielleicht sind so 20, 30 reiche Familien, ja, das ist so die Truppe da oben. Und die überlegen sich natürlich, ey, wenn die anderen so schnell ihre Ressourcen verbrauchen der Welt, wie wir das machen, dann bleibt für uns nichts mehr übrig. Also müssen wir die anderen daran hindern, dass sie auch Ressourcen verbrauchen. Das ist der Trick dahinter. Ja, das ist das eine. Und das ist dann halt, aber ne, so kommt sowas zustande wie mit dem Klimawandel. Das wird ja von denen gepusht. Und das ist ja nicht irgendwo im luftleeren Raum entstanden. Die Frage ist nämlich, aber die Wissenschaftler arbeiten doch ergebnisoffen. Nein, das tun sie nicht, weil die Frage ist halt, wen finanziere ich denn? Ja, oh gut, jetzt haben wir fast ein bisschen vorgegriffen, das mache ich jetzt auch nochmal. Der gefeierte Harari, genau, wie er richtig ausgesprochen wird, hat in einer Sendung vom Schweizer Rundfunk, glaube ich, schon vor 3 Jahren gesagt, dass mit Fortschreiten des Transhumanismus sich tatsächlich die Frage stellt, ja, was mit den dann daraus entstehenden unnützen Menschen passieren soll. Aber ja, er konnte sich vorstellen, dass es eine Mischung aus Drogen und Computerspielen ist, wie man halt aus ihrem nutzlosen Dasein noch irgendwas Gewinnbringendes herausbringen könnte. Genau, und dann frage ich mich doch, warum genau zur Corona-Krise, wo es den Lockdown gab, solche Spiele wie Forbidden West zum Beispiel, also dieses Horizon Forbidden West, ein wunderschönes Spiel, wo man so fotorealistische Darstellungen von der Welt hat. Dieses Spiel wurde kostenlos dargeboten. Na, warum wohl? Der Seminarbesucher muss den Lehrer jetzt hier unterbrechen, denn Transhumanismus machen wir in aller Ausführlichkeit und in aller Ruhe demnächst. Verabschieden uns an dieser Stelle, Markus. Herzlichen Dank, dass du das wieder mit mir gemacht hast. Und ja, liebe Zuhörer, wir sind gespannt auf eure Kommentare, natürlich auch auf kritische Kommentare. Wir freuen uns auf weiterführende Informationen und wir stellen auch selbst noch wieder einige zur Verfügung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss, Markus. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke dir. Schönen Gruß an die Zuschauer und auf Wiedersehen. Bis dahin.